Guten Abend, bon avenue, wie man auch immer sagt, keine Ahnung, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Napoleon Total War, beziehungsweise respektive das Total War Spezial, das Frankreich Spezial, das ich ja damals für 100 Abonnenten initiiert habe. Ja, es geht endlich weiter, leider ohne Dani. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, er ist einfach sehr beschäftigt mit seinem Studium, deswegen will ich ihn da auch gar nicht weiter stören. Euch habe ich aber versprochen, dass ich dieses Projekt auf jeden Fall weiterführe. Ich habe es auch schon in Skyrim angekündigt und deswegen, here we go, weiter im Ägyptenfeldzug. Ich habe mir ja extra diese Kampagne damals gespeichert und auf meinen neuen PC übertragen. Und ich genieße jetzt Napoleon mit den höchstmöglichen Einstellungen. Das habe ich vorher ja nie gespielt oder es mich noch nie getraut zu spielen, weil ich Angst hatte, dass die Framerate in den Keller kippt. Die habe ich nun nicht mehr. Und deswegen würde ich nun sagen, mit dieser epischen Hintergrundmusik setzen wir unsere Kampagne in Nordafrika fort. Ja, das lese ich jetzt übrigens nicht vor, was da unten steht. Ja, ich hoffe, ich kann überhaupt noch ein Total War alleine spielen. Das war ja bis jetzt immer, hatte ich in letzter Zeit immer jemanden dabei. Bei Third Age und bei Shogun hat mich ja der Ralf unterstützt. Beim Anfang vom Total War Spezial war ja der Dani mit dabei. Und nun bin ich komplett auf mich alleine gestellt. Ja, was hat sich seit dem letzten Mal denn alles getan? Leute, ich kann nun über 350 Abonnenten auf meinem Profil verbuchen. Ich muss schon sagen, Hut ab. Ich danke an der Stelle vielmals an all die, die mich unterstützen und immer schön fleißig meine Videos schauen und auch kommentieren. Ihr wisst, dieser Kanal steht primär für Strategiespiele und so will ich das Ganze auch leben. Ja, deswegen geht's jetzt weiter. Eine kleine Ankündigung habe ich auch noch zu dem Thema Rome 2 Total War, das natürlich auch kommen wird. Da werde ich jetzt im Verlauf des Let's Plays auch drauf eingehen. Wird auf jeden Fall kommen. 3. September, Spiel ist bereits vorbestellt. Ich werde das wieder zusammen mit dem Ralf machen. Wenn es eine kooperative Kampagne gibt, werde ich die zusammen mit ihm spielen. Ich hoffe, diesmal ist uns das Spiel Es eher gibt zwei hold Möglichkeiten, wie Sie erlernen. als wie bei Shogun. Ja. So, ich muss jetzt erstmal diese lästige Beraterin ausschalten. Genau, wir spielen nach wie vor auf schwer. Das wollte ich nur noch mal festgehalten haben. Ja, und wir sehen auch, ich weiß nicht, wie gut man das auf YouTube sieht, aber wenn man hier rausscrollt, dann sieht man hier, wie die Hitze über der Wüste flimmert. Also richtig, richtig geil. Also mir gefällt es und vor allem diese Tiefenunschärfe. Seht ihr, dass die Flagge da hinten ist, dadurch, dass sie im Hintergrund ist, verschwommener als die hier vorne. Dann gibt es hier diese Nebeleffekte. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut das jetzt zu sehen ist bei YouTube. Ich hoffe doch einigermaßen. So, hier bilde ich gerade was aus. Linienfusiliere, die sind in einer Runde fertig. Ja, wahrscheinlich, weil sich hier die Mamelucken in meinen Hafen eingenistet haben. Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Okay, ich bin hier auf dem Weg nach Arish und ich erwarte, glaube ich, noch Verstärkung. Kann das sein? In Form von Kanonen? So, wir beschleunigen unsere Leute hier gleich mal durch. Hier kommt auch so eine hässliche Armee angestapft. Die sind aber nicht allzu groß. Ich glaube, die können die Truppen, die hier drin sitzen, locker abwehren. Wo sitzt denn eigentlich unser guter Napoleon? Ich meine, der ist ja der große Initiator hier des Feldzuges. Ich rufe einfach mal die Liste auf. Agenten, nein, ah, Napoleon Bonaparte. Ah, der sitzt da unten noch, okay. Ah, weil hier noch eine Beduinenarmee kommt. Und meine Armee stark dezimiert ist hier unten. Sehr stark dezimiert. Scheiß die Wand an. Ja. Wie sieht es denn allgemein so aus? Wir verdienen recht gut. Wir haben hier unten die ganze Wüste erobert. Das war ja nicht mal Kampagnenziel eigentlich. Ah, die kann ich auch schon besteuern. Sehr schön. Aber das haben wir gemacht, weil uns diese Beduinen so auf den Keks gegangen sind. Das weiß ich noch. So, jetzt dürften wir deutlich mehr verdienen. 5.500, sehr schön. Kairo hier, die
die drei Pyramiden und die Sphinx. Sehr schön zu sehen. Übrigens auch etwas, das man auf dem Trailer bei der E3 gesehen hat von Rome 2, dass da die Weltkarte noch, also auf jeden Fall natürlich größer, detailverliebter, hübscher sein soll. Also das wird alles nochmal richtig, richtig geil aussehen. So, rüste ich das Kolleg jetzt zur klassischen Universität auf oder spare ich mir das erst noch? Baue ich lieber in, wie heißt die Provinz? In Zagazig ein Gericht. Die Frage stelle ich mir allerdings bei mehrerlei Sachen hier. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Ich muss mir erst einen kompletten Überblick wieder verschaffen. Okay, also wir erforschen gerade Logistik und metrisches System. Wir haben schon recht viel erforscht. Wehrpflicht beispielsweise. Na gut, das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Ich glaube, wir sind für diese Runde fertig. Oder was heißt, ich glaube, ich bin mir für ziemlich... Wobei, eine Dichtschule können wir hier eigentlich noch bauen. Und die beiden Gerichte hier gebe ich jetzt auch in Auftrag. Einfach, dass die Repression besser ist. Genau, und hier kümmern wir uns nächste Runde um diese abgewrackten Mamelucken. Ich muss mal nebenher mein schönes Ambilight anmachen. Oh, was machen die denn da? Feindlicher Überfall. Ah, sie haben es angezündet. Ja, prima. Das freut mich natürlich immer besonders. So, Baubericht. Jawohl, das Gericht in Suez ist fertig. Die Garnison in Zagazig. Und die Kopfsteinpflasterstraßen ebenfalls in Zagazig. Und das Magistrat in Mahalla al-Kubra. Genau, das ist das hier. Ja, jetzt kümmere ich mich aber mal um die... Was seid denn ihr überhaupt? Azaren. Das ist leichte Infanterie, da muss ich aufpassen. Okay, ich bin jetzt laut dem hier recht overpowered. Das heißt also, ich werde das jetzt in der Leichtzeitschlacht machen, weil ich einfach sehen möchte. Erstens mal will ich mich wieder reinfinden in dieses Thema. Ich schlage meine Schlachten größtenteils mit Fernkampfeinheiten, weil sowas hatte ich ja in Third Age schon ewig nicht mehr. Da kämpft man eigentlich größtenteils im Nahkampf. Und da musste ich auch schauen, dass ich die Kavallerie richtig einsetze. Apropos Kavallerie, den Wert von denen weiß ich jetzt endgültig zu schätzen aus Third Age. Und habe auch gelernt, sogar ich kann noch was lernen hier als Total Warmeister, dass Kavallerie zu deutlich mehr imstande ist, als im anhaltenden Nahkampf niedergemetzelt zu werden. Oder so wie es die gegnerische KI immer ganz gerne macht, einfach die Kavallerie in die feindliche oder in unsere Linieninfanterie reiten lässt. So! Boah. Also ich muss schon sagen, dass der höhere Grafikeffekt, das macht schon was her. Auch bei den Frames. Sind von 60 gleich mal auf 30 gesunken. Da sehen wir jetzt auch in der Ferne, wie das flimmert. Grafisch macht der Napoleon noch mal ein bisschen was her im Vergleich zu Empire. Also etwas ist gut, ganz schön ordentlich was her. Ja, ich hoffe jetzt, dass die Stimmen von den Typen hier im Spiel nicht zu laut sind. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen nachher, nach der Aufnahme. Also ich habe natürlich im Vorhinein ein bisschen getestet, aber man kann ja nicht alles testen. Alter Schwede, jetzt geht aber die Framerate ganz schön in den Keller hier. Aber es liegt einfach an Fraps. Es liegt nicht an meinem Computer. Mein Computer ist einfach zu geil. Ohne Aufgabe nicht im Gefecht. Zuversichtlich, frisch, ermutigt und General in der Nähe. Sie sind ja der General. Das sind Orta. Orta heißt so viel wie Pöbel oder so in der Richtung. Ja, die sehen ja schon unsere Infanterie auf sich zumarschieren und scheißen sich wahrscheinlich schon in ihre Tunikas. Was auch immer sie tragen. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder mit Total War weitermache. Ich habe jetzt eine Zeit lang Skyrim gemacht, weil ich richtig Lust hatte. Da habe ich auch immer noch Lust drauf. Aber Skyrim bin ich jetzt so in Überproduktion gegangen. Und wie gesagt, ich hatte das ja schon angekündigt. Und deswegen, ja, ihr wisst ja, manchmal müsst ihr etwas länger auf etwas warten, aber es kommt. Ja, also ihr wisst ja, dass ich so zuverlässig bin. So.
Der versteht sich hier im Flöten. So. Dann wollen wir unsere Feinde doch mal aufs Korn nehmen. Ja, die Gegner haben uns natürlich ebenfalls schon ins Visier genommen. Aber wir können das bessere Sperrfeuer rüberschicken. Da knicken auch gleich mal mehr Leute aus den Latschen, so wie man das sich vorstellt. Ich frage mich, wo die andere feindliche Einheit ist. Und ich muss dazu bemerken, dass unsere Leute schon recht hitzeresistent sind, dadurch, dass sie hier voller Montur kämpfen. So, die Moral unseres Feindes ist so gut wie gebrochen. Ah, da hinten haben wir doch schon die zweite Armee entdeckt. So, und da fliehen sie. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. So, die können echt unverschämt weit schießen, wie ich finde. Deswegen... Das ist einfach nur hier so eine Schlacht zum Warmwerden. Ich weiß zwar, dass ich die auch haushoch gewonnen hätte im automatisch berechnen, aber erstens wollte ich euch natürlich die schönen Effekte zeigen, die die höhere Auflösung und natürlich die verbesserten Einstellungen mit sich bringt. Zweitens wollte ich meine Truppen leveln, weil die sich in der Schlacht nämlich, habe ich immer das Gefühl, eher leveln als wie im automatischen Gefecht. Drittens wollte ich einfach wieder reinkommen in diese Kriegsführung, dass wir stehen uns gegenüber und beschießen uns auf folgende Distanzen wie diese hier. Wobei es mir vorkommt, dass unser Gegner deutlich weniger Verluste erleidet. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen in den finalen Sturmangriff über. Ich genau weiß, dass unsere Gegner das überhaupt nicht können und mögen. Aber sie werden jetzt wohl müssen. Mal wieder ein bisschen raus. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. So, unser Gegner hat noch nicht ganz aufgegeben. Jetzt schon außer Atem. Ich glaube, ich lasse mir die Zeit ein bisschen vorlaufen. Einfach, dass wir mal zusehen, dass wir den Gegner hier jetzt geschmettert bekommen. Also grafisch erwarte ich gar nicht mal mehr vom neuen Total War, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil das hier ist schon echt richtig geil. Natürlich, was man so von den Trailern jetzt und von den Ausschnitten, die man im Spiel hatte, gesehen hat. Es hat schon deutlich mehr zu bieten. So, die verpissen sich einfach. Gut. Sollen sie machen.
Ich finde es vor allem immer schön, diese Entwicklung zu sehen. Wie begann eigentlich diese Serie und wo ist sie jetzt? Also es ist so, es ist wunderschön zu beobachten im Vergleich zu anderen Spielen, dass sich diese Serie wirklich kontinuierlich nach oben entwickelt hat. En avant! Marché! So. Dissimulé! Grave! Invaincu! En avant! So, die werden zerfetzt. Und die positioniere ich wieder in Alexandria, falls die Briten auf dumme Gedanken kommen. So, die hier sind so gut wie fortgebildet. Da fehlt nur noch das eine Bataillon Chasseurs. Diese nächste Runde voll. Steht hier nicht mal. Runden bis voll, das gibt es dann wieder nur bei Shogun. Also wie gesagt, jetzt im Vergleich zu Spielen wie jetzt beispielsweise... Oh, was kann man denn hier machen? Stelle, Gestüt. Okay, gleich mal bauen. Im Vergleich jetzt zu...